Herzlich willkommen zum Bühnenprogramm von Metashi 12, Baby. That is me, unfortunately. Und ich freue mich natürlich wieder wahnsinnig über diese ganzen geilen und strahlenden Menschen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr habt gut genächtigt. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche reingekommen. Denn heute werden Mütter gefickt. Sie werden gefickt. Ja, ihr scheiß Nachbarn, ihr habt's richtig gehört. Heute werden Mütter gefickt. Während zu meinem Album ein paar Hunde Stellung nehmen, werde ich deren Mütter in der Hundestellung nehmen. Hast du das gestern gesehen? Was ist das denn schon wieder? Sorry, aber ich finde es unattraktiv, wenn man täglich 4 Stunden zockt. Wer ist denn... Also, guck mal, no offense. Du willst mir sagen, eine Person macht den Post. Sorry, aber ich finde es unattraktiv, wenn man 4 Stunden plus täglich zockt. Und dann sieht die aus wie ein Regenwurm mit Haaren. Die sieht legit einfach aus wie ein Regenwurm mit Perücke. Bro, die sieht aus wie ein weiblicher Kurt Cobain. Was will die denn? Soll ich euch sagen, wie man wirklich Attraktivität kalibriert? Leute, die Dinge mit Überzeugung machen, die sind heiß. Es ist scheißegal, ob es Zocken ist, Stricken ist oder Tantra-Massagen am Arschloch. Du musst Dinge mit Überzeugung machen und das ist anziehend. Scheißegal, ob es 4 Stunden Zocken sind oder 4 Stunden Ficken. Ihr versteht, was ich meine. Also quack nicht rum und geh wieder zurück unter die Erde. Okay, vielen, vielen lieben Dank für alles. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Und wegen einer Community wie euch sitze ich halt wirklich in der Top 10 der meistgesubtesten Kanäle in ganz Deutschland. Ich bin Platz 8 der meistgesubtesten Kanäle in ganz Deutschland. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wir sind mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit No Way. Wir haben Solution hinter uns gelassen. Monte, Basti, Schlorox, Elotrix, Philo, Rohat. Digga, wir haben sie, Trimax. Wir haben sie alle hinter uns gelassen. Alle. Und das alles nur, weil ihr mich so gern habt. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich weiß es wirklich sehr, 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 sehr doll zu schätzen. Und ich bin dafür unsagbar dankbar. Wir haben gemacht mit der Was haben wir gemacht? Sexpartys mit meiner eigenen Mutter? Warum wurde das gepiept? Naja, Jungs, ich mag ja Asis, ne? Aber kleine Kinder-Asis mag ich nicht. Das gehört sich nicht. Mach mal hier die kleinen Kinder weg, ihr Asozialen, ey. Er ist ab und zu auf den Videos, aber Kinderarbeit ist es nicht, oder? Du Dummkopf. Er ist ab und zu auf den TikTok zu sehen, aber Kinderarbeit ist das jetzt nicht. Junge, warum sind es auch immer die gleichen? Guckt euch die beiden Birnen doch an. Ah, Junge. Ein Zuschauer sagt, wir schaffen das nicht, wir schaffen. Du hatest, wir haten. Funktioniert, also kriege ich immer das zurück, was ich mache? Weil dann werde ich mir legit morgen früh vorm Stream im Bett selber einblasen. In der Hoffnung, dass meine Community es mir nachmacht. Damit ich richtig schön entsaftet werde, 24/7. Also das wäre jetzt so der Call. Zimmer aufräumen und zu guter Letzt das Wichtigste. Ja, ich kann mich nur auf meine Arbeit konzentrieren, wenn ich wirklich im inneren Einklang bin. Das bedeutet, die Person, die bei mir Praktikant ist, muss dafür sorgen, dass mein Hodensack immer leer ist. Es muss also auch mal das Problem in die Hand genommen werden. Versteht ihr, was ich meine? Das ist alles. Zimmer aufräumen, Hausaufgaben, Pimmelnuckeln. Ihr sollt richtig schön den Sack in den Mund nehmen und dabei meine Klöten massieren. Klingu, klingu, klingu. Wir haben, by the way, das mag man sich kaum vorstellen, im ganzen Ikea 4 Messer gekauft, 2 Scheren und ein Pizzabrett. Mehr nicht. Keine Kissen, kein Sofa, keine Küche. Einfach nur Messer, Schere und Pizzabrett. Fürs Alibi. Versteht ihr, was ich meine? Holy shit, was ist das hier? Metashi Huso 12. Metashi Huso 12. Super, wenn du endlich den Chat lesen kannst, dann stirb in-game und IRL, du Hurensohn erster Klasse. Danke für den Follow, ich küsse dein Herz. Danke für dein Follow, damit geht mein Counter weiter hoch und das nächste Mal, wenn ich ein Raid Shadow Legends Sponsoring mache und dafür 20.000 die Stunde bezahlt bekomme, da kaufe ich mir deine Mutter für 2 Stunden und mache mir die zu Willen, ja? Dann bumse ich die, bis die sabbert wie ein verfickter Husky. Du Pisser. Ha! Oh, heul doch rum, Metashi ist ein Huso. Das kannst deiner hässlichen Tante erzählen, die einen Pimmel hat. Ach, Junge! Manchmal ist auch gut! Okay, ohne Spaß, wenn das so weitergeht, muss ich dir wirklich den Mod-Status entziehen. Was ist das, Digga? Ohne Flachs, ich esse jetzt Lachs. Meine Schwester? Die Tomate rund und fein, so wie meine Kurven, die hau ich jetzt in mich rein. Meine Schwester? Lecker, lecker Würstchen.
Meine Schwester? Ich habe nicht nur die Eier in der Hand. Meine Schwester? Mein Vater hat eine Glatze und ich habe hier eine Katze. Meine Schwester? Banane in der Hand, da bin ich ganz charmant. Meine Schwester? Mir ist so warm, ich esse jetzt vegan. Meine Schwester? Bonjour, willst du mit mir eine Cappuccino trinken? Lecker, lecker. Meine Schwester? In der größten Not gibt es Wurst halt ohne Brot. Meine Schwester? Auf der Alm, da lässt sich sudeln und mein Schatz will ich vernudeln. Meine Schwester? Junge, wie lang geht dieses Video denn? Ist das immer eine andere Schwester? Ich verstehe das nicht. Und wenn euch das Video stört, markiert Akia. @Akia und dann könnt ihr dem schreiben, was ihr wollt. Das ist seine Schuld. Ich hab damit doch nichts zu tun. Jungs und Mädels, jetzt kommt eine krank wilde These. So eine Win-Win-Situation. Wir schaffen auch ein bisschen Platz, weil sonst wäre der Bücherschrank ja überfüllt. Da fehlen selbst mir die Worte, ne? Die schaffen Platz für uns, weil ansonsten wäre das Ding ja überfüllt. Danke, Bro. Laugenbrezel mit Käsegeschmack. Boah, ist schon geil. Warte. Hat sich jetzt schon gelohnt. Joden ist ja... Haben die mir einen Döner geschickt? Bro, haben die mir einen Döner geschickt? Digga, was ist... What is this? Oh, scheiße. Also, ich glaube, das ist ein Döner mit alles. Also, Kramer ist der Mitarbeiter von Henke, ja? Und er hat nur mir einen... Also, es war so ein Call, wo die das Video durchgegangen sind mit so Kommentaren. Und einer von dem ARD hat das kommentiert, Gabriel, bei Minute 40. Mitashi nutzt Downy als Beleidigung. Bitte elegant rausschneiden. Das sind so die Background-Calls vom ARD, ne? Mitashi nutzt Downy als...